Saus und hallo, seid gegrüßt, wie ihr es wollt, zu einer neuen Folge Transport Fever 2. Wir sind dabei, unsere Züge, LKWs und sonst was man alles habt, zu optimieren, zu verkürzen, zu verlängern. Was auch alles immer. So, welcher fährt jetzt zuerst? Der Gütertransport, ne? Dann sehe ich doch gerade was. Jetzt hier haben wir die Linie. Hey, wir fangen an mit unserer ältesten Linie. Und zwar der Linie 1. Linie 1. Mal hier rein. Hier eins. Guck mal an, wie alt die Dinger sind. Wir gehen jetzt erstmal hin und verkaufen 3. Und die hier tun wir mal mit schönen 40 Tonnen ersetzen. Dann gucken wir gleich, dass die auch profitabel wird. Gut, die ganze Belade-Entlade-Geschichte wird jetzt ein bisschen länger dauern. Gucken wir mal, weil der war weg. Hier haben wir schon 23 Stück. Ich weiß nicht, würde 2 LKWs reichen? Glaub nicht. Weil der ist jetzt gerade hinterm Abladen und da haben wir schon 20 Stück drin. Ne, also ich denke, das wird so passen. Ich glaube eher, dass wir da noch mal einer brauchen. Und von mehreren Fahrzeugen sehr schlecht. Ja, weiß ich. Wir sind ja dabei. Okay, das haben wir gemacht. Also das passt.
Passt, dann gehen wir hin. Hier haben wir 4. Ist die Linie. Und eine 4 schmeißen wir 2 raus. Anderen 2 ersetzen wir auch mit 40 Tonnen. Was kann der überhaupt fahren? Jetzt ist die Frage, dass die nämlich können 100 km/h fahren. Das heißt ganz einfach auch, ich muss die Straße mit optimieren. Also es ist ein 80er Router. Kollisionsgefahr schlecht. Okay, dann lasse ich die vorerst mal so. Profitabel und der einfach überhaupt nicht dazu. Hier können wir noch ändern. Schon mal aus. Die haben da 21er Kapazität. 23, die haben nur 19. Eigentlich ist das der beste Boost. Ich hoffe, dass sie profitabel bleibt. Wir haben es hinkriegt, eine Überversorgung. Wir haben tatsächlich eine Überversorgung hinkriegt.
Ja, aber die sind auch schon ein bisschen älter. Den einer, den tun wir weg. Den hier tauschen wir aus. So, jetzt hat man eigentlich fast alles austauscht. Die Linie 8 war doch hier hinter. So, das müsste doch jetzt eigentlich also die Personenstrecke macht eindeutig. Hier liegen 80. Der Zug nimmt bei weitem zu mit. Der Zug ist jetzt bei weitem auch zu groß. So, jetzt wäre der voll. Was? Machen wir lieber die Doppelstockwaage dran. Günstiger. Drei Mille, drei Mille. Ah, das tropft so vor sich hin. Personenzug ist auch mal wieder im Plus.
Mach die auch wieder gut. Also. Es läuft jetzt schon. Also einen kann man noch dranhängen. Ja, so muss man sich halt immer ein bisschen rantasten. Dann nimmt man die 30 mit. So, dann müssen wir jetzt halt hergehen. Not. Not oder Übel. Müsste hier halt. Weil hier geht mir Holz verloren. Da, jetzt können die 20 km/h schneller fahren. Das macht einiges aus. Ja, weil hier schmeißen wir schon was weg. Zwei hier. Zwei regen mich sowas von auf. Na gut, aber hier haben wir die Überproduktion. So, dann können wir eigentlich die nächste Stadt mit Werkzeugen beliefern. Das wäre die hier oben. Oder die hier hinter. Das bedeutet, ich muss dieses Durchfahrtsgleis umbauen. Weil ich denke nicht, dass ich drei Züge auf ein Gleis bringe. Haben wir hier Pendelverkehr geht und hier Pendelverkehr geht. Wenn ich nämlich hier die Werkzeuge hinliefer, vor dem Bahnhof.
Es geht nicht lange gut. Aber dann kann ich, dann ziehe ich nämlich hier das Gleis durch. Und dann kann ich mit der äußeren mit den Werkzeuge bestücken. Also das vom Bahnhof weg mit den Werkzeuge. Und das andere dann. Der ist voll. Habe ich hier nur noch einen Bus? Hier 8. Das könnte nämlich mitunter auch ein Problem sein, warum mir meine Zugstrecke zu wenig bringt. Dass ich nämlich die Leute hier nicht alle abgeholt kriege. Ja, das pennt ein. Jo, hier muss ich einen klonen. Was ist mit dem hier? Gut, und eigentlich müsste ich den Lokschuppen noch anbinden. Nein, nein. Acht. Wie viel Haltestelle? 5 Haltestelle. Alle wieder drin. So. Jetzt aber. Ja.
den Bahnhof noch ein bisschen modernisiere. So, eigentlich könnt ihr doch hier Terminal hinbauen. Dickes. Haben wir eine Unterlieferung. Aber es boomt doch schön. Bin happy. Ja, der war eigentlich. Eigentlich ist der schon zu viel. Haben wir es in den Plus? Hier bleiben 19 stehen. Warum bleiben hier 19 stehen? Und der Zug ist nicht mal voll. Ja, der ist nicht ganz voll, das passt dann auch. Und jetzt bin ich gespannt, ob die 54
die alle mitgeehrt? Also der Zug wird nicht ganz voll. Doch alles super aus. Das passt auch. Also Leute. So, aber alles in allem bin ich höchst zufrieden, so wie es jetzt läuft. Jetzt haben wir es einigermaßen so optimiert, wie ich mir das vorstelle, dass man ziemlich im Plus immer rausgeht. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie man beim nächsten Mal weitermacht, wie sich das ganze Ding weiterentwickelt, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Runspot Fever 2. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.